Hallo und herzlich willkommen wieder zu meinem nächsten Video. Bei mir habe ich den Michael Mensch von der Pensumed Holding GmbH, einer unserer Top-Kunden, würde ich jetzt mal sagen. Und wir arbeiten schon sehr viele Jahre zusammen. Jetzt habe ich natürlich die Chance genutzt und möchte ihm ein paar Fragen stellen. Wir werden einfach über das Thema Digitalisierung im Bereich für Unternehmen sprechen. Und genau, da beginnen wir einfach mal. Deswegen danke, dass Sie sich Zeit dafür genommen haben. Und sehr gerne, sehr gerne. Legen wir los. Wie finden Sie die Zusammenarbeit mit der RAVO Media, mit dem Team von der RAVO Media persönlich? Die Zusammenarbeit ist sehr, sehr gut. Ja, das ist keine Frage. Auch wenn ich als Unternehmer nicht alles verstehe, was Sie so sagen, ja, und eigentlich das Ganze nur am Ergebnis messen kann, ja, finde ich das Ergebnis gut. Ja, man muss auch ein bisschen Vertrauen haben und sich leiten lassen können. Ja, ich bin nicht in der Lage vorzugeben, ich möchte mein Marketing so oder so aufsetzen, sondern ich muss auch ein Vertrauen mitbringen. Man muss sagen, okay, wie habt ihr das vor? Ja, was ist euer Konzept? Was ist eure Umsetzung? Und wenn ich das so einigermaßen verstehe, dann muss ich auch sagen, okay, dann gehen wir in diese Richtung. Ja, ich meine, wir haben durch unsere Sitzungen, ja, durch unsere reflektierenden Sitzungen, die immer wieder haben, ja, immer wieder die Möglichkeit nachzusteuern und nachzujustieren. Ja. Aber das ist... Was auch sehr viel bringt auch. Das ist im Grunde genommen das Wichtige. Kommunikation ist das Allerwichtigste, auch mit den Werbenden und den Werben. Ja. Herr Mensch, Bereich Online-Marketing. Was hat sich, wie war Ihre Ansicht vor einigen Jahren, ich sage jetzt mal vor 5 Jahren, und wie ist sie jetzt? Was hat sich denn Ihrer Meinung nach geändert? Also in der Einstellung beziehungsweise an der... an der Einstellung zu dem Online-Marketing hat sich eigentlich nichts verändert. Okay. Ja. Vor 4, 5 Jahren hat sich natürlich bei uns viele Dinge verändert. Ja. Wir sind ziemlich stark weggekommen und haben auch festgestellt, über Portale oder Printmedien wird sich die Marketingwelt einfach verändern. Ja. Ja. Also für unseren Bereich ist ganz einfach diese klassische Presse ja, einfach mittlerweile leider ein Todesinstrument. Ja. Manche andere Dinge, wie zum Beispiel irgendwelche Jobportals, ja, sind eigentlich auch mittlerweile immer mehr irgendwelche tote Portale. Auch da kommt immer weniger rein. Ja. Sondern wenn Sie Online-Marketing machen, dann müssen Sie wirklich eine breite Masse erreichen. Das ist richtig. Und Sie müssen im Grunde genommen alle Menschen letztendlich direkt dort abholen, wo sie eigentlich sind. Und das ist im Grunde genommen ja, an Ihrem Smartphone, das ist im Grunde genommen online, das ist im Grunde genommen in den sozialen Medien. Da verweilen all diejenigen, ja, die letztendlich sich mit ihrer Umwelt beschäftigen. Und wenn Sie kein Online-Marketing machen, dann haben Sie halt ein Riesenproblem, weil dann erreichen Sie genau dieses Klientel nicht. Ja. Sondern wenn Sie der Meinung sind, Sie wollen das nicht machen, dann können Sie sich vielleicht für meine Begriffe auch in spätestens 5 bis 10 Jahren eigentlich dann vom Markt auch weitestgehend verabschieden. Das heißt, weil die anderen einfach nach dem der Winner-Takes-It-All-Prinzip den Markt aufsaugen oder überrollen? Ja, das wird schwierig sein. Ich bin nicht unbedingt begeistert davon, dass natürlich wir eine unfassbare Marktmacht haben von Google, Facebook und sonstige sozialen Medien, weil sie natürlich genau das Prinzip vereinen, was sie natürlich sagen. Ja? Und das wird dann auch für die Werbenden natürlich dann immer teurer. Ja? Ist ja klar, Monopolstellung ist für den Markt immer schlecht. Ja, das ist keine Frage. Und es sind amerikanische Firmen, die ticken anders wie wir. Das ist überhaupt gar keine Frage. Damit müssen wir umgehen. Wir haben es auch in Europa nicht geschafft, eine eigene Plattform, ja, oder in Deutschland eine eigene Plattform oder sonst irgendwas aufzulegen. Es wurde schlicht und ergreifend überrollt. Ja. Das heißt, wir müssen mit diesen Situationen uns auseinandersetzen. Aber wie gesagt, das ist natürlich gefährlich. Ja. The winner takes all heißt natürlich auch, er kriegt alle Werbenden, kann die Preise entsprechend natürlich dann auch festsetzen, bestimmen ja, und dann aber auch, wenn es dumm läuft natürlich, das ist das größte Problem, filtern, was sie wollen und natürlich dann auch dosiert an das abgeben, was sie wollen, nicht was die Werbenden wollen. Also es ist immer ist ein bisschen schwierig, dieses Thema. Also ich persönlich finde, dass wenn wir uns jetzt angucken, wie wir uns positioniert haben, finde ich eigentlich alles sehr weit entfernt von den ganzen anderen Kollegen, Unternehmen, die man noch so auf dem Markt, also so nicht auf dem Markt kennt, sondern eher die es gibt, die aber keine Werbung schalten oder die nicht so, ich sag mal, die jetzt in den Fachkräftemangel und so weiter gehen. Das nehmen wir jetzt nicht mehr so wahr, oder? Nein, das nicht.
Also ich meine, die Kollegen oder auch Mitbewerber oder sei es auch Unternehmen, die uns, sagen wir mal, sehr artverwandt sind, haben halt immer nur mal das Problem, gerade auch bei Personalgewinnung, ja, sie nehmen ein bisschen Geld in die Hand. Wenn sie ein bisschen Geld in die Hand nehmen, ja, dann ist es im Grunde genommen der Tropfen auf dem heißen Stein. Kommt nur ein bisschen dabei raus. Ja, und dann kommt vielleicht auch nur ein bisschen dabei raus. Und da haben sie echt ein Problem, weil sie haben natürlich dann auch die völlig falsche Sichtweise und Einstellung genau zu diesem Thema. Ja. Ich meine, ich nehme einen Betrag X in die Hand und merke, es kommt nichts raus, dann habe ich im Grunde genommen genau dieses Gefühl, es kommt sowieso nichts raus dabei. Es muss eine auf eine lange Zeit angelegte sagen wir mal, Kampagne sein, ja, die ein gewisses Maß an Geld kostet. Und da muss man das auch aussitzen. Und man muss halt auch damit sich damit auseinandersetzen, dass sie natürlich nicht eine direkte Reaktion von einem Marketinginstrument bekommen. Das bekommen sie nicht. Ja. Sie können nicht sagen, ich mache jetzt eine Kampagne, ja, und dann kommt direkt da was raus, sondern es ist halt auch ein Bekanntwerden. Aufbau. Es ist ein Aufbau, ja. Es ist ein Stück für Stück ein Aufbau, ja. Und deswegen mal kurzfristig eine Kampagne zu machen, ja, über Online-Marketing und dann wieder zu verschwinden, das ist im Grunde genommen eine Katastrophe. Das Geld kann man sich sparen, ja. Sondern es ist halt einfach ein Prozess, der muss lang gehen und muss den Empfänger permanent im Grunde genommen gezeigt werden. Und nur dann bekommen sie eine Resonanz und nur dann merken sie langsam aber sicher ein gewisses Wachstum. Ja. Wir haben vorhin darüber gesprochen, oder Sie haben es angerissen, dass Sie davor Marketing, Online-Marketing, sage ich mal, über Jobportale gemacht haben. Jetzt in der Personaldienstleistung brauchen Sie ja Anfragen, Bewerber. Ja? Die haben Sie dann über StepStone, was ja auch ein großes Budget war. Am Anfang hat es gut geklappt, war jetzt nicht schlecht und dann ist es immer weniger und weniger und weniger geworden, bis man sozusagen mal was Neues ausprobiert hat. Wie fanden Sie jetzt vom Überraschungseffekt diesen Schritt her? Es ist nicht überraschend. Ja, man muss sich immer damit auseinandersetzen, Marketing ist nicht ein Konzept, ja, und das steht dann in Stein gemeißelt die nächsten 50 Jahre. Das ist Unsinn, ja, sondern es ist immer ein Trend, ja. Und wir hatten über Jahrzehnte, weil es nichts anderes gab, hatten wir die Printmedien. Ja, die Printmedien, da brauchen Sie heute nichts mehr schalten. Also das ist leider komplett verschwunden. Ja. Ich meine, das merken ja auch die ganzen Anzeigen oder die ganzen Zeitungen, Verlage, dass die ganzen Verlage, dass natürlich die ganzen Anzeigen und die ganzen Werbebudgets natürlich dort nicht mehr landen. So, dann hatten wir was Neues, kam im Grunde genommen, hey, irgendwann mal diese Jobportale, die wurden dann auch über die Medien interessanterweise auch sehr, sehr stark gehypt. Ja. Indeed ist auch sehr stark gehypt momentan. Von StepStone oder Monster, ja, findet man kaum noch Werbung. Und das ist auch das gleiche Prinzip. Ja. Solange die nicht im Fluss bleiben, kriegen Sie keine Resonanz. Ja. Sind Sie nicht permanent beim Online-Marketing dabei, dann wird das Ganze rückläufig werden. Ja. Das ist keine Frage. Und dann ist jetzt der nächste Trend tatsächlich letztendlich das Online-Marketing. Ja. Das heißt, dann über die sozialen Medien die Leute zu erreichen. Und ob es darüber hinaus noch mal was geben wird, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie. Ja. Weil ich jetzt nicht weiß, also jetzt haben wir es ja wirklich geschafft, die Leute genau dort abzuholen. Ja. Ja, an ihrem Smartphone. Ja. Also von dem her. Jetzt geht es möglicherweise auch darum, wie wir die jetzt nur noch abholen. Ne? Weil jetzt sind die gerade da, bis was Neues kommt. Es kann natürlich durchaus sein, dass jetzt ein neues mediales Konstrukt geben wird. Ne? Was ich jetzt nicht denke, weil Social Media hat sich so eingebrannt. Glaube ich auch nicht. Also ich meine, gerade die ältere Generation, so wie ich, ja, wir sind ja unheimlich begeistert, wenn unsere Kinder immer permanent an diesem Handy sind. Ja. Aber auf der einen Seite, die Zeit, die sie dort verbringen, verbringen sie zum Beispiel auf der anderen Seite nicht mal vor dem Fernseher. Ja. Also ich kann mir auch gut vorstellen, ja, dass gerade im Fernsehen die Werbebudgets auch irgendwann mal runtergehen werden. Ja, weil ja. Auch da die Erreichbarkeit der Menschen natürlich nicht stattfindet. Aber man darf das nicht immer in die eine wie die andere Richtung sehen, ja, sondern man muss auch gucken, wie sich entwickelt sich jetzt zum Beispiel gerade der 2000er-Jahrgang oder die 90er-Jahrgänge. Ja, wie entwickeln sich und wo kann ich die abholen? Das heißt, Marketing und Marketinginstrumente, ja, sind viel vielschichtiger, wie man so denkt. Ja. Ja, sondern es ist immer ein Baustein. Ja. Der größte Baustein ist momentan halt das Online-Marketing. Das ist richtig. Andere Bausteine haben wir momentan nicht. Ob unsere Kinder später mal eine Zeitung aufschlagen, ja, und da wieder einen Job finden, das glaube ich jetzt nicht. Ja. Aber wer weiß, was der Trend die nächsten 5 Jahre bringt. Ja. Und dann muss ich halt ganz ehrlich sagen, ist halt ein gutes Online-Marketing immer das Marketing, das immer Trends im Vorfeld erkennt,
auslotet, auch testet, ausprobiert, Resonanzen abfragt und sich weiterentwickelt. Ja. Das ist das Interessante bei der Geschichte. Wie ein Unternehmen, ja. Stillstand ist da ganz einfach Fortschritt. Und leider im Online-Marketing ist Stillstand ein extrem schneller, ja, Rückschritt geworden. Ja, das ist alles sehr viel schnelllebiger geworden. Also, fassen wir zusammen. Online-Marketing ist aktuell heutzutage nicht mehr wegzudenken, wenn man Wachstum erreichen möchte. Wenn man auf einem gewissen Level schwimmen möchte, dann geht es auch ohne. Wenn man aber Wachstum erreichen möchte, dann geht es ausschließlich aktuell, ich sag jetzt mal, zu 99% mit Online-Marketing, weil man online gefunden wird, als Unternehmen. Auf jeden Fall, es ist einer der wichtigsten Bausteine in einem Marketing-Konzept. Ja. Super, ansonsten, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Daumen da oder einen Kommentar und gerne bis zum nächsten Video.